Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel Rubel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir hier Du das musst dafür Krankenhaus sorgen, Candle dass du nicht so viel betreten, Schaden weil wir hier von anrichtest. der Railroad her hin müssen. Ich darf nichts mehr aufnehmen, ich sollte aufpassen. Und ja, wir sind hier schön durchgegangen und. Was habe ich hier schon wieder aktiviert? Und wurden am Ende hier von einer Toroskal angegriffen, die uns nicht mit einem Schlag fertig gemacht hat, bin ich sehr überrascht. Ich habe allgemein irgendwie wenig Schaden bekommen und viel Schaden ausgeteilt. Irgendwas stimmt nicht. Eine Verteilung von 149, so viel hatte ich glaube ich schon vorher, ne? Und ja. Wo kommen die Todeskralle her? Okay, ich nehme an, warte mal, das ist schon ein Kabel, ne? So. Führt hier hin zu der Tür, okay. Das heißt, ich konnte die gar nicht öffnen. Nehmen wir die Strahlung, ja, danke. Oh Gott. Red X. Möchte nicht mit Stress durch die Gegend laufen. Ja, bringt nicht viel. Impulsmine kommen. Ja, ihr sollt ja nicht zu lange bleiben. Ja, das ist auch was. Okay. Ja, wir sollen zu einem Doktor zurückkehren. Also hier der in der Railroad, nehme ich an. Aber da habe ich schon getroffen, einmal. Vor langer, langer Zeit. Und ja, ich sollte ein paar Sachen in meinem Inventar loswerden vorher. Weil ich brauche Platz. Ich bin ja voll überladen, kann nichts aufnehmen. Was mich persönlich voll stört. Dann am besten noch ein Level abbekommen, das wäre gut. Hättest du einen Augenblick Zeit? Aber natürlich. Klar, ich rede gern mit dir. Geht mir genauso. Ich schulde dir so viel. Und ich möchte nicht undankbar erscheinen. Aber ich fürchte, dass mir das zu viel wird. Ist schon gut. Ich bin für dich da. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Es ist einfach so überwältigend, ein Sünd zu werden. Anfangs fielen mir selbst die einfachsten Funktionen schwer. Wie man sich die Zähne putzt, mit nur zwei Händen arbeitet und so weiter. Aber Hast du jetzt ja bin in Zähne ich geputzt? voller Warst du immer bei Belange von mir? Gedanken und Gefühle. Wie kommt ihr nur mit diesem Chaos im Kopf zurecht? Was für Gefühle? Ich weiß nicht. Ich glaube Zorn, Angst, Zufriedenheit. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist alles so neu. Ich konzentriere mich immer auf das, was gerade das Wichtigste ist. Das ist hilfreich. Bei dir wirkt alles so einfach, wie das Atmen. Aber ich kann mich kaum konzentrieren, geschweige denn forschen. Und die Inspiration ist so fern wie eh und je. Ich werde wohl nie etwas zu dieser Welt beitragen. Hab Geduld, das kriegst du schon hin. In diesem Strudel ist es schwierig, das Ufer zu sehen. Der Lichtblick in all dem bist du. Als Roboter wusste ich dich sehr zu schätzen, aber jetzt geht es tiefer. Ich bin immer noch loyal, aber jetzt Noch tue ich immer, all stand das, da. weil ich es will, weil wir Freunde sind. Ja, wir sind Freunde, Curie. Das wühlt etwas tief in mir auf. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich muss das hier leider unterbrechen. Meine Augen haben eine Fehlfunktion. Adieu. Okay. So. Dann noch einer. Okay.
Dann würde ich sagen, als erstes. Ja, perfekt. Wobo Red X Right Away wäre jetzt nicht schlecht. Und dann gucken wir mal. Weiß ich nicht, wo ist das hier? Ja, ja, Raider, Railroad Hauptquartier. Gehen wir mal, obwohl da habe ich glaube ich letztens was verkauft. Gehen wir mal nach Diamond City. Und verkaufen Müll. Ich möchte jetzt hier auch direkt weitermachen. Wahrscheinlich kriegen wir sowieso wieder 5-6 Missionen von denen, ne? Ja, so wie die, wenn die so wie die Minutemen hier drauf sind. Weil irgendwie jedes Mal, wenn ich an den einen Typen vorbeilaufe, eine Mission geben. Das eigentlich nur wiederholbare Sachen sind. Schauen wir uns das Baseballspiel an? Wie spannend. Ja. Welches Baseballspiel? Hier ist jedes nur denkbar. Ach, ich würde nicht meine Handelsklamotten anziehen. Ja, dann dauert das länger, bis ich meine Sachen hier alle loswerde. Ah, er kann zum Beispiel weg. Ja, als ich letztens einen Raketenwerfer verkauft habe, hat der irgendwas mit 300 gegeben. Also ja, macht schon einen Unterschied. Im Moment will ich dann einfach nur loswerden. Noch irgendwas? Ja, Müll, ne? Nicht mehr Waffen aufgenommen? Scheint nicht. Wie viel habe ich denn jetzt wieder? Okay, damit kann ich mal anfangen. So, dann. Auf nach. Dem Railroad Hauptquartier. Ich glaube, ich weiß nicht. Level up abzuholen. So, ich tu mal meine Laborkit anziehen. Irgendein Intelligenzbonus und auch nicht mehr Erfahrungspunkte. Falls du überhaupt bei Questingern ja. Mein toller Job ist es, den Überblick über alle toten Briefkästen zu behalten und eintreffenden Agenten zu sagen, wo sie gebraucht werden. Du willst wahrscheinlich nicht tauschen, oder? Warum ist das ein schlechter Job? Boten stehen in der Hackordnung der Railroad ganz unten. Knapp über den Touristen. Bote im Hauptquartier zu sein, ist knapp über Feldarbeit. Ja, irgendeiner muss es ja machen. Wir sehen uns noch. Und zwar häufig. Pam will mit dir reden. Ja. Sie ist da hinten. Manche, die du triffst. Erstmal bin ich hier der Professor. Der Unterschlupf Orgista wurde vom Institut zerstört. Dann ist es, wie ich befürchtet hatte. 3 Unterschlüpfe zerstört. Kaum vorstellbar. Aktuell habe ich sonst nichts für dich. Aber es brennt nach wie vor überall. Also braucht sicher jemand anderes deine Hilfe. Metzgerrechnung. Sehr gut. Wie gesagt, ich muss 2... Bestätigt. Agent Professor. Du willst mit mir reden? Ich habe eine Mission für Sie. Sofern die Effektivität des Verkehrsablaufs nicht erhöht wird, steigt täglich das Risiko, dass die gesamte Organisation kompromittiert wird. Lösung. Ein neues Verteilungszentrum muss entstehen. Ich darf eine neue Basis einrichten? Fett? Triebglyceride sind für diese Unterhaltung. Krass, Knorke. Fahre fort mit Missionsinformationen. Kolossal. Befrieden Sie den Zielort. Befestigen Sie die Position zum Schutz aktueller und künftiger Railroad-Posten. Warte mal, muss ich gehen? Das Verteilungszentrum trägt den Codenamen Unterschlupf Mercer. Viel Glück. Bedeutet das, ich darf jetzt genau das gleiche machen wie bei der. Das ist genau das gleiche wie mit den Minutemen. Mach mal ehrlich. Ich beginne mit der Wiederholungsquantifizierungsanalyse nach Dieprof. Boah, jetzt nicht echt, oder? Anders noch was? An der Spitze muss man aufpassen. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Hi. Willst du mich wieder dabei haben? Ich muss zugeben, es war ziemlich ruhig ohne dich. Gibt's auch einen Begleiter?
Ja, also legen wir los. Also, ich bin bereit. Bringen Sie ihn nicht in Schwierigkeiten, Monsieur Deacon. In Schwierigkeiten bringen? Ich bin die Unschuld in Person. Wir werden den ganzen Tag Kanasta spielen. Versprochen. Okay. Mein Gott, ich bekomme immer mehr Leute als Begleiter. Okay, mein Kollege. Eben verletzt sich aus, der Typ. Bist du verletzt? Ist echt ein Wunder, dass du und Glorious noch durch einen Metalldetektor schaffen. Was gehört, Doktor? Ich hab nichts. Tut mir leid. Ich bin... Jetzt gerade nicht. Sag Bescheid, wenn du's... Okay. Schön, dich bei uns zu haben. Ja, ich find's auch schön, mich bei mir zu haben. Wäre es so schlimm, die Missionsdaten mal vor dem toten Briefkasten zu erhalten? Nur einmal. Ach, Glory. Hey, du, die Wichtigkeit von Banken Glory. Von bösen Jungs gesammelt und von Minen. Sorgt dafür, dass es so bleibt. Oder hat Deacon mich wieder verscheißert? Ich hab's nicht allein getan. Aber ja, ungefähr so war das. Das ist heftig. Wie habt ihr das alte Hauptquartier ausgeschaltet? Sagt nicht mit Deacons rein und raus wie ein Geistmist. Mit einer Menge Kugeln und einer Menge Blut. Zum Glück war das Blut nicht meins. So wird das gemacht. Tja, willkommen zu unserer Party. Nach dem, was mit Tommy Whispers passiert ist, brauchen wir einen neuen krassen Typen, der Sachen in die Hand nimmt. Wenn ich eins bin, dann krass. Danke für die Einladung. Wir sollten, ich weiß nicht, einen Kuchen backen. Das macht man doch, oder? Man nennt mich Glory, den Engel des Todes. Das Paradebeispiel für einen befreiten Synth, mit dem man sich nicht anlegt. Gefällt mir. Warum auch nicht? Du hilfst meinen Leuten. Hier daher ein Ratschlag. Stell dich gut mit Tüfteltom. Der ist vollkommen verrückt, hat aber die besten Sachen. Oh, Shop. Zur Kenntnis genommen. Pass gut auf dich auf. Ja, Tüfteltom. Tüfteltom ist an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Wir haben gerade viele Synths im Spiel. Das macht die Sache echt gefährlich. Du musst vorsichtig sein, Mann. Das Institut ist überall. Laut Sensorabtastung bist du sauber. Hurra, wir sind insektenfrei. Ja, das ist toll. Nicht so schnell, Mann. Okay, hast du da draußen was gegessen? Falls ja, dann haben sie dich. Ich glaube, ich habe noch nie was gegessen. Nein, ich esse niemals was. Siehst du, das ist clever. Clever. Aber du musst vorstellen, ich esse nicht. Diese winzigen Mikroroboter im Essen, Mann. Und die erstatten Bericht. Tom, das ist Unsinn. Du verstehst das einfach nicht, Carrington. Das Institut ist in deinem Blut. Ganz schön schwere Kost. Bitte glaub kein Wort von dem Unsinn. Okay. Wenn du wirklich sicher sein willst, gebe ich dir eine Spritze. Desdemona sagt, die ist nicht nötig, aber die tötet die kleinen Roboter an. In deinem Serum ist Batteriesäure. Kein Atombombenabwurf ohne Strahlung. Also, bereit für die Spritze? Was ist in der Spritze? Da wären Algen, eine leckere Bakterienkultur und ein kleines bisschen Batteriesäure. Aber wir müssen die Dinge halt aus dir rausbrennen. Das ist ein Kaltstart deines Systems, Mann. Warum nicht? Yeah, so gefällt mir das. Was hab ich schon wieder getan? Jetzt kippe ich gleich um und wach irgendwo nackt auf, ne? Jetzt ermutigst du ihn sogar noch. Ja, ganz genau, Mann. Ich baue hier die Sachen. Verschwinde. Oh Gott, das ist schon mal nicht gut. Wenn du zurückkommst, kriegst du alles von mir. Für die Hilfe wäre ich dankbar. Du und ich, wir bilden ein Team und werfen diese Mistkerle hier raus. Also, ich habe so viele Ideen im Kopf. Jetzt wird gebaut. Ich glaube, ich hatte sehr wenig HP. Die Jungs haben an einem neuen Spielzeug gearbeitet. Willst du es mal sehen? Was hast du denn vorrätig? Kommt auf unsere aktuellen Ressourcen an. Wir haben alles verloren, als im Switchboard die Lichter ausgingen. Hoffentlich findet ihr Agenten weitere Vorräte, dann können ich und meine Jungs noch mehr Spielzeuge bauen. Willst du sehen, was ich hab?
Ich schaue mich nur um. Mach einfach weiter. Alles ruhig. Vor Entschuldigung. Brauchst du irgendwas? Sag mal, was du da hast. Ich habe 9 Krimskrams für dich gebaut. Okay, was denn zum Beispiel? Tüftel Tom Spezial. Wow, ey, die Präzision, aber auch die AP-Kosten, dem VTS, wenn du dich im Kampf findest. Für die VTS, die Präzision im VTS, oder was, ne? Das ist auch billig. Aber mehr hat er auch nicht. Boah. Komm mal her. Wo ist es hier? Und ja, so. Die Jungs haben an einem neuen Spielzeug gearbeitet. Schauen wir mal. Ich habe 9. Plötzlich sehe ich so aus. So, 859, ja. Na, für ein paar Zigaretten verkaufen oder hier Medix und all sowas. Zack. 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 Und schon habe ich das Geld gleich wieder drin, ne? Zack. Oh, ich. Oh. Achso, wegen meiner, okay. So. Dann. Ich würde sagen, ich. Du wirst mal ein paar Sachen einlagern gleich. Wo ist die Desdemona? Gott verdammt. Augusta zu verlieren ist ein schwerer Schlag. Nicht dein Fehler, ich weiß. Desdemona. Gute Arbeit in Augusta. Bittere Wahrheiten sind mir lieber als Unwissenheit. Das ist nix, okay. So, gucken wir uns mal die Zeichen an. Was? Das geht? Ich muss gleich halt auf eine Matratze geht. Das ist irgendwie krank. Okay, Ally ist ein Plus. Ein Kreuz ist Gefahr. Cage ist ein Viereck. Das ist ein Weg, Safe. Okay, da, die Sachen kann ich mir ja schon denken. Dead Drop. Okay, Ally ist ein Plus, Gefahr ist Dingens, Kreuz. Alle sagen, du übertreibst es mit den Camps, aber meine Augen sind halt geöffnet. Okay, anscheinend scheint es hier nichts zu geben, außer hier ja, mit der Pam. Immer. Die Welt ist gefährlich. Für jeden, der mir im Weg steht. Willst du eigentlich ein bisschen namenloser, Dingens hier? NPC. Okay, dann gehen wir mal mit Meister Popper ein paar Railroad-Sachen machen. Wenn ich hier raus will. Old Nerve Church, ich will aber ganz nah da außen gehen. Ich kann mich, glaube ich, von hier auch aus teleportieren, ne? Und der Schlupf Mercer. Machen wir das erstmal. Obwohl, das ist genau hier in der Nähe. Wo ich habe gesagt, ich will Sachen erstmal einlagern, also machen wir das. Ja, wollte schon sagen, man kann sich hier so rein teleportieren, also wird man sich ja wohl auch hier raus teleportieren können. Macht Sinn, ne? Jetzt brauche ich nur noch ein Level up. Dann kann ich wieder offscreen meine ganzen Sachen hochballern. Dann dürfte ich eigentlich fernkampfwaffenmäßig so gut wie alles bauen können. Also werde ich jetzt zwar nicht. Raketenwerfer, mein Atombombenwerfer, also Fatmans und alle möglichen Sachen. Kann ich jetzt volle Möhre aufballern, so weit wie es geht. Ich glaube, das ist auch so mein Ziel bei der heutigen Aufnahme-Session so, dass ich mindestens Level 39 erreiche. So. Muss mal Sachen hier einlagern. Den ganzen Schrott bis auf das Vorkriegsgeld, wenn es geht.
Ach ja, und die Bücher, die überfegen, muss ich mir merken. Lohnt sich zwar nicht, vielleicht auch für die noch neue Kamera, aber sonst für nix, glaube ich. 87, 187 meine ich. So, kommst erstmal hier rein. Und kann auch da rein. Ich kann nicht mitnehmen, Toast, Krallenfleisch. So, ich habe noch Blutpakete, die könnte ich zu Dingens hier umwandeln. Wann habe ich denn die Sachen wieder angezogen? Egal. Ich steht da einfach nur so. Wo? Ach ja. Er hockt ja an der Laborstation. Er ist da noch nie weggegangen, glaube ich. Mensch soll grüne Haut haben, wie Strong. Die Klappe. Ja. Blutpakete auch weg. Dafür nehme ich die eigentlich als einziges mit. So. Wie viel haben wir jetzt? 61. Damit kann man wieder was machen. So, weiter. Hierhin. Comet Zone, hierhin. Mach mal da. In die Comet Zone. Bei einem Good Neighbor würde ich direkt in der Stadt auftauchen, das möchte ich nicht. Gut. Pip-Boy irgendwie für unterwegs wäre auch nicht schlecht. Gab's ja. Haben die ja irgendwie mal so vorgestellt bei so einer Convention oder so. Convention bei der E3 war, glaube ich. Da konnte man sich so einen Pip-Boy irgendwie holen oder vorbestellen. Und den konnte man sein Handy reintun. War auch nicht schlecht. Muss ich nur ein Handy haben, womit ich das machen könnte. Beziehungsweise meins wiederfinden. Keine Ahnung, was ist. Irgendwann mal rausgeholt aus dem Ort. Was? Ach, außerhalb tust du jetzt wieder so rumlaufen oder was? Hey, sag mir. Okay. Was du willst. Was? Sag mir, was du willst. Gib mir schmutzige Namen. So. Welcher ist jetzt der hier? Okay. Ja, das ist die Braumaschine, super. Ich bin falsch gegangen. Ja, gehen wir erst da ein. War für diesen einen Anführer da, glaube ich. Da ist jemand. Das ist eine Puppe. Sieht manchmal so echt aus, ne? Nein. Gehen wir mal da hoch. Müsste ja sicher sein. Schon sagen, komme ich da hoch. Je höher man ist, desto sicherer. Das ist so meine Strategie. Oh. Das ist aber kein Railroad-Zeichen. Komme ich aber nicht hin. Autsch. So. Ich bin voll im Kreis gelaufen gerade. Oh, hi. Nee. Jetzt merke ich schon wieder den Schwierigkeitsgrad. Oh Gott, nein. Und wir gehen. Lässt du mich da durch? Ernsthaft? Nö, Gott. Darauf habe ich jetzt nicht so viel Lust. Ich bin da mit Gunnern anzulegen, ey. Ich
Jo, ihr vollkommen falsch merkt gerade. Das ist auch wieder was geil. Irgendwie mag ich diese Ecke hier nicht. Hier sind immer Probleme in. Oh nee. Oh. Was wär da sein? Schon wieder irgendwas gewesen. Oh Gott. Oh, hi. Hier reinzugehen, eine gute Idee ist. Ich glaube nicht, schafft. Ja. 62 habe ich schussmäßig und hätte eine Institutpistole, glaube ich, auch Energiezellen verschießt. Ist das Gefühl, du willst mich nicht in Ruhe lassen, ehe ich dich töte, ne? Oh, meine Munition geht hier alle. Wo ist er? Hat doch gerade hier. Oh mein Gott. Da auch. Was ist denn hier für ein kleines Bootshaus? Hier war ich doch, glaube ich, auch schon mal, ne? In der Ecke. Myodogs, Vögel. Im Wasser? Was? Wer bist du? Wo hast du es denn gesehen? Da drüben, hinter den ganzen Schiffswracks. Es guckt immer wieder aus dem Wasser. Hey, glaubst du, das Ding ist gefährlich? Es hat noch niemanden angegriffen. Aber vielleicht lauert es nur. Was? Etwas so Großes muss einfach gefährlich sein. Scheiße! Wirklich? Glaubst du, es will uns fressen? Das wäre so cool. Da müsstest du uns töten und seine Eingeweide in den Docks verteilen. Das wäre echt stark. Du willst, dass es uns angreift? Bist du verrückt, Junge? Ja, dann würde ich einen coolen Kampf sehen. Okay, das hat mein Interesse schon wieder geweckt. Würde ich sagen. Und das kümmern wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Oh, da ist noch ein Erwachsener. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.